Zweite angeblich gerichtliche Sitzung fand statt. Ich ging ohne Dokumente am Einlass vorbei. Sie fragten die Richterin und ich passierte einfach. Ich wollte die Papiere im Büro einreichen. Mir wurde gesagt, dass die Annahme von Papieren nicht erlaubt wäre. Dies ist nur möglich, wenn der Richter dies zulässt. Ich ging zu Elena Petrovna Koroleva. Sie widersetzte sich zunächst, erlaubte es dann aber. Alle 8 Dokumente wurden im Büro angenommen. Ich betrat den Gerichtssaal selbst nach demselben Schema, wobei ich alle Rechte und Freiheiten behielt. Es gab keinen Sicherheitsdienst im Gericht, nur die Richterin und ich waren da. Ich, ein lebender Mann, der Besitzer des Namens Anton und eine angebliche Richterin Elena Petrovna Koroll. Sie fand keine Person und konnte dessen Identität nicht feststellen, bat nicht um Dokumente, ich reichte nichts ein, ich antwortete auch nicht für die Person und gab mich nicht als Person zu erkennen. Ich forderte von ihr, dass sie mich einen lebenden Mann nennen soll, der den Besitzer des Namens Anton. Sie nannte mich so nicht. Das heißt, sie versuchte es auf jede erdenkliche Weise zu umgehen. Infolgedessen ging sie und entschied nach 20 Minuten Folgendes, den Verwaltungsfall wegen fehlender Person einzustellen. Das ist der Sieg. Schauen Sie. Ich bin in das Gerichtsgebäude ohne Dokumente reingegangen. Am 16.11.2020 in der Stadt Surgut am Gericht Surgut. Anton sagt, hallo, ich möchte nicht durch den Sicherheitsrahmen durchgehen und Sie können mich mit Hilfe eines manuellen Metalldetektors untersuchen und ich möchte ohne Maske gehen. Die Wache, setzen Sie die Maske auf. Anton, auf keinen Fall ohne Maske. Dann unter Zwang und unter Ihrer Verantwortung. Wache, gib mir das Dokument, hast du eine Gerichtsvorladung? Anton, ich bin zur Verhandlung gekommen, kann ich Elena Petrovna Koroll anrufen? Wache, ja. Sie geht nicht hin. Anton, sagen Sie Koroll Elena Petrovna, dass ein lebender Mann Anton angekommen ist, der ohne Dokumente durchgehen möchte, sie weiß Bescheid. Die Wache ging und kam zurück. Anton ist zum ersten Mal ohne Dokumente durchgegangen. Der Wachmann benutzte einen Metalldetektor. Es war nicht nötig, durch den stationären Sicherheitsrahmen zu gehen. Die Annahme von Dokumenten wird ausgesetzt. Schreiben Sie per Mail oder per Post. Die Sekretärin kann das nicht akzeptieren. Sie benötigt die Erlaubnis der Richterin. Anton, gut, sprechen wir jetzt mit Elena Petrovna Koroleva. Sie möchte eine Willenserklärung einreichen. Die Richterin, geben Sie doch Ihre Papiere bei der Gerichtsverhandlung ab. Nein, ich möchte es im Voraus tun. Es ist mir sehr wichtig. Lehnen Sie es ab? Die Richterin, ich lehne nicht ab. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, während des Treffens einen Antrag zu stellen. Anton, eine eindringliche Manifestation des Willens. Ich möchte mich aus dem Grund registrieren, damit ich einen Stempel bekomme. Ist es okay? Die Richterin erlaubte es. Anton, stellen Sie sicher, dass Sie die Startzeit der Gerichtsverhandlung eintragen? Sekretär, sind Sie aus Bezirk 10? Nein, nicht ich. Elena Petrovna hat Bezirk 10, nicht ich. Warum ist das hier nicht mit Ihrer Unterschrift versehen? Richterin, Karol Elena Petrovna, kommen Sie in das Richterzimmer. Anton steht auf dem Flur, zum ersten Mal ohne Gerichtssicherheitsdienst. Anton, darf ich herein? Sind alle Rechte und Freiheiten gewahrt? Die Richterin, kommen Sie herein. Anton, danke. Die Richterin begann zu lesen. Anton bittet um eine Minute Wartezeit und stellt die Kameras auf. Anton, ich brauche Zeit, um mich fertig zu machen.
Richterin, könnten Sie das nicht im Voraus getan haben, Anton, auf keinen Fall ohne Sie? Richterin, warum? Meine Anwesenheit ist notwendig oder brauchen Sie meine Hilfe? Anton, Ihre Anwesenheit ist auf jeden Fall notwendig. Die Richterin, die Gerichtssitzung wird für fortgesetzt erklärt. Anton, warten Sie, Elena Petrovna. Die Richterin bittet, die Kamera weiter von ihr entfernt aufzustellen. Anton, meine Ausrüstung lässt es nicht zu, aus der Ferne Aufnahmen zu machen. Die Richterin, Sie verletzen meinen persönlichen Bereich. Anton, persönlich? Sind Sie nicht im Dienst? Die Richterin, ich verbiete Ihnen nicht, Bilder zu machen. Anton, Entfernung mindestens 2 Meter? Die Richterin, nicht 2, sondern 1 Meter genügt. Anton, dann werde ich jetzt es weiter hinstellen. Gut so, geht es so? Richterin, der Fall ist anhängig. Wer nimmt an der Prüfung des Falls teil? Stellen Sie sich bitte vor. Anton, jetzt warten Sie bitte eine Sekunde. Ich bin ein lebender Mann, der Besitzer des Namens Anton. Richterin, Ihr Geburtsdatum und Geburtsort bitte. Anton, soweit ich weiß, gibt es heute keine Audio- oder Videoprotokolle. Richterin, nein, das ist ordnungswidrig. Nur von Ihrer Seite aus wird aufgenommen. Richterin, in der letzten Gerichtssitzung wurde ein Urteil erlassen, das abgelehnt wurde. Anton, nun wurde vor dem Treffen eine Willenserklärung eingereicht, um das schriftliche Protokoll aufzubewahren. Die Richterin, in Übereinstimmung mit dem Gesetz gibt es dafür keine Erlaubnis. Ihr Geburtsdatum und Geburtsort bitte. Anton, noch einmal unter dem Videoprotokoll, ein lebender Mann, der Besitzer des Namens Anton. Richterin, Sie werden diese Informationen nicht aussprechen? Anton, ich habe geäußert, was ich für richtig halte. Richterin, großartig. Die Rechte werden Ihnen erklärt oder vielmehr nicht Ihnen, sondern der Person in Bezug auf das Verwaltungsvergehensverfahren, das durchgeführt wird. Anton, nicht für mich, sondern für die Person? Richterin, ja, der Person. Anton, wo ist die Person? Bitte zeigen Sie sie mir. Richterin? Dem Gericht werden keine Fragen gestellt. Die Bestimmung von Artikel 25.1 des Gesetzes für Verwaltungsstraftaten, nach der die Person in Bezug auf die das Verfahren im Fall der Verwaltungsstraftat durchgeführt wird, das Recht hat, sich mit allen Materialien des Falls vertraut zu machen, Erklärungen abzugeben, Beweise vorzulegen, Petitionen einzureichen und die Rechtshilfe eines Verteidigers in Anspruch zu nehmen, so wie andere Verfahrensrechte in Übereinstimmung mit diesem Gesetz. Also was, da Sie keine Person sind, in Bezug auf die das Verfahren im Falle einer Ordnungswidrigkeit durchgeführt werden wird, Anton, ganz richtig, ich bin keine Person, Richterin, dann werde ich nicht fragen, ob Sie die Rechte verstehen. Gibt es derzeit Erklärungen, Fürsprachen? Anton, an wen genau wenden Sie sich? Richterin, ich spreche zu Ihnen. Anton, also zu dem lebenden Mann, den Besitzer des Namens Anton? Die Richterin, ja. Anton, und was habe ich damit zu tun? Es war ein Versuch, mich zu vertreiben und das Gericht zu entehren. Richterin, wenn Sie nichts damit zu tun haben, gehen Sie bitte. Anton, werfen Sie mich raus, ich möchte teilnehmen und aufnehmen. Richterin, auf welcher Grundlage sind Sie dann bei der Anhörung anwesend, wenn wir einen Fall gegen Anton Nikolajew Bulgakow erwägen? Anton, in Bezug auf die Person, richtig? Richterin, Sie sind, wie Sie sagen, nicht die Person. Die Frage stellt sich dann nicht. Anton, nein, ich möchte anwesend sein und alles, was mit dieser Person passiert, auf Video festhalten. Richterin, das heißt, ich sollte keine Fragen an Sie richten? Anton, Sie können alle Fragen an mich richten, an einen lebenden Mann, den Besitzer des Namens Anton. Ich werde die Fragen beantworten. Richterin, wird es von Ihrer Seite Aussagen zu dem Prozess geben? Anton, vielleicht, aber im Moment nicht. Richterin, eingetroffen ist ein Protokoll über eine Ordnungswidrigkeit, das gegen
Bulgakow Anton Nikolajewitsch erstellt wurde. Ich unterstelle, dass sich der Bürger Bulgakow am 8. Juli des Jahres um 14.54 Uhr in der Churinstraße 27 in der Stadt Noworalsk in der Region Sverdlovsk illegal auf dem Gebiet der geschlossenen Stadt Noworalsk befand. Er hatte keine Registrierung und Zulassung für dieses Gebiet, somit verstoß er gegen Artikel 3 des Gesetzes der Russischen Föderation vom 14. Juli 1992 Nummer 3297-1, das heißt eine Ordnungswidrigkeit gemäß 20.19 des Gesetzes für Verwaltungsstraftaten begangen hat. Möchten Sie im Fall dieser Straftat etwas klarstellen? Anton. Ich sage, dass ich ein lebender Mann namens Anton bin. Richterin, nun gut, Sie können als lebender Mann namens Anton etwas erklären? Im Moment nein. Richterin, dann gibt es die Erklärung der Person, die in die administrative Verantwortung gezogen wurde. Es gab keine Straftaten, ich stimme nicht zu. Ich habe keinen Widerstand gezeigt, es gab keine Schilder, es gab keinen Schutzbereich, das Tor war offen, der Eingang war frei. Es gab keine Barriere, es gab keine Absicht, in irgendein Gebiet einzudringen. Es gibt Erklärungen von Igor Viktorowitsch Hakin zu den gestellten Fragen. Er erklärt, dass er tagsüber am 8. Juli 2020 am Arbeitsplatz des Kontrollpunkts war. Ein Mann fuhr mit dem Fahrrad, ohne irgendwelche Dokumente zu zeigen. Während des Gesprächs erklärte der Mann, dass er keinen Pass habe und geschäftlich in die Stadt gehen wollte. Deswegen würde dieser Mann vor der Ankunft der Polizei festgenommen. Die Aussage eines Mannes am 8. Juli 2020 um 14 Uhr. Ein lebender Mann, Anton, fuhr mit dem Fahrrad am See entlang zum Einkaufen. Gleichzeitig benutzte ich einen Google-Navigator auf meinem Handy und fuhr den Weg entlang. Es gab ein Tor auf dem Weg. Einige Wachen hielten mich vor dem Tor an und sagten, ich hätte gegen eine Regel verstoßen. Ich habe keine Straftat begangen, es gab kein Eindringen in irgendein Gebiet bei meinen Handlungen. Weiter liest Richterin die Fürsprache gegen Anton, den lebenden Mann, den Polizeibericht und die Willenserklärung vor. Richterin, wird die Aussage in diesem Fall ergänzt? Anton, an wen wenden Sie sich? Richterin, wir haben ein Verfahren gegen Anton Nikolajewitsch Bulgakow eingeleitet. Anton, Sie haben die Frage nicht beantwortet. Wen kontaktieren Sie? Die Richterin, wir haben ein Verfahren gegen Bulgakow Anton Nikolajewitsch. Anton, stellen Sie mir diese Frage? Richterin, ja. Anton, wenn Sie mich kontaktieren, geben Sie bitte am Anfang Ihrer Frage an, wen Sie ansprechen. Einen lebenden Mann, den Besitzer des Namens Anton? Ich höre zu. Was ist Ihre Frage? Wird es aufgrund Ihrer Aussage eine Ergänzung geben? Anton, Sie haben mich nicht angesprochen. Richterin, wird es aufgrund Ihrer Aussage eine Ergänzung geben? Anton, an wen wenden Sie sich? Richterin, wir haben ein Verfahren gegen Bulgakow Anton Nikolajewitsch eingeleitet. Anton, ich kann nicht für ihn antworten. Ich bin ein lebender Mann, der Besitzer des Namens Anton. Richterin, keine Ergänzungen. Das Gericht zieht sich in den Beratungsraum zurück, um eine Entscheidung zu treffen. Person konnte nicht habhaft gemacht werden, zum ersten Mal ohne Rechtsanwalt. Richterin. Folgendes Urteil des Urteils wird am 16. November 2020 bekannt gegeben. Die Richterin liest das Urteil vor. Wir stehen auf gleicher Ebene. Verfahren in der Verwaltungsstraftat nach dem Artikel 20.19 des Gesetzes der Russischen Föderation entscheidet Einstellung des Verfahrens in Bezug auf die Ordnungswidrigkeiten nach Artikel 20.19 des Kodex der Russischen Föderation in Bezug auf Anton Nikolajewitsch Bulgakow auf der Grundlage von Teil 1 Artikel Teil 5 des Kodex der Verwaltungsstraftaten wegen des Fehlens einer Ordnungswidrigkeiten. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden im Stadtgericht Sverdlovsk innerhalb von 20 Tagen nach Eingang einer Kopie des Beschlusses. Ist das Urteil klar? Sind die Verfahren und Fristen für die Berufung klar? Anton. An wen wenden Sie sich? Zu einem lebenden Mann?
Richterin, der wirksame Teil der Resolution wurde heute bekannt gegeben. Der vollständige Text wird innerhalb von 3 Tagen erstellt. Anton, ich werde es zur Kenntnis nehmen. Danke. Richterin, haben Sie Fragen an mich? Anton, ich habe eine Frage. Richterin, gibt es irgendwelche Fragen in der Sache? Letzter Versuch, ihn in dieses Verfahren zu ziehen. Anton, in der Sache ja, aber nicht in dieser Sache, sondern allgemein. Anton, Sie haben sich bei der heutigen Verhandlung als Stadtrichterin Elena Petrovna Korol vorgestellt. Sie haben jedoch keine Dokumente bereitgestellt. Tatsächlich sehe ich eine lebende Frau vor mir, selbst in einem schwarzen Gewand, sogar unter einer Maske. Aber bei allen äußeren Zeichen sind Sie eine lebende Frau. Kann ich Sie als lebende Frau ansprechen? Richterin, nein. Anton, damit haben Sie nochmal bestätigt, dass Sie die Exekutive sind? Richterin, natürlich. Anton, danke. Die Richterin, haben Sie noch Fragen? Nach 3 Tagen wird ein vollständiges Urteil erlassen. Anton, können Sie Kopien an meine E-Mail-Adresse senden? Richterin, haben Sie die Mail angegeben oder wir senden sie per Post? Anton, nein, nicht an mich, an die Adresse. Richterin, gut, wir schicken es an die Adresse. Danke. Richterin, alles Gute. Anton, auch alles Gute. Anton, Beendigung des Verwaltungsverfahrens wegen fehlenden Ordnungswidrigkeiten, das ist der Sieg. Sie konnte keine Person finden. Das ist noch nie passiert. Sie hat mich aber nicht als lebenden Mann bezeichnet, den Besitzer des Namens Anton. Ich habe meinen Willen 5-mal ausgedrückt. Sie wollte mich schon rauswerfen und dann wurde ihr rechtzeitig klar, dass sie das Gericht entehren würde. Zum ersten Mal machte sie alles auf Augenhöhe. Es gab keine Anwälte und keinen Gerichtssicherheitsdienst. Vor dem Treffen habe ich 8 Dokumente eingereicht. Dieses Mal schrieb ich, ich frage nicht, ich fordere nicht, keine Fürsprache, sondern einen Ausdruck des Willens. Ich schrieb das auf der Grundlage des obigen Ich will. Ich möchte, dass Sie den Fall auf der Grundlage fallen lassen und die Artikel dort und alles hineinlegen. Ich wies darauf hin, dass es Ordnungswidrigkeiten gibt. Gut gemacht, Elena Petrovna. Es steht fest, als sie ihr Urteil verkündete, stand sie nicht neben dem Stuhl, sie ging nicht zum Podest. Sie stand in der Nähe der Tür. Ich stand und sie stand gegenüber. Wir standen zu gleichen Bedingungen auf derselben Ebene, demselben Feld, auf demselben Boden. Das Wichtigste ist, wenn ich das Thema der Lebenden nicht angewendet hätte, Fachleute in dieser Angelegenheit nach allen Prognosen einer Person eine Höchststrafe von 3.000 bis 5.000 Rubel zuweisen sollten. 5.000 sollten ernannt werden. Selbst eine minimale Geldstrafe würde mir nicht passen. Ich wäre nicht einmal zufrieden gewesen, wenn sie wegen Bedeutungslosigkeit das Verfahren eingestellt hätte oder eine derartige Bemerkung gemacht hätte. Das würde mir auch nicht passen. Ich würde mich über eine vollständige Einstellung freuen. Was sie auch getan hat, ich habe es nicht erwähnt, weil ich es vergessen hatte, dies wurde jedoch später schriftlich erklärt.